Topfgucker TV empfiehlt. Hallo, ich zeige Ihnen jetzt als Beilage die Walnuss-Drillinge. Als Vorbereitung sollten die Drillinge bissfest gekocht werden, weil wenn wir sie nur in der Pfanne zubereiten und braten würden, würden sie einfach nie gar werden. Deswegen tun wir die immer bissfest vorkochen. Dann schneiden wir uns die in die gewünschte Größe, wie wir sie brauchen. Probieren sie nur. Vierteln sie und tun die Viertel nochmal halbieren. Bereiten wir uns unsere Walnüsse schon mal vor. Die haben wir ausgebrochen und würden sie nur grob ein bisschen hacken. Muss nicht ganz so fein sein, man soll schon noch erkennen, dass es Walnüsse sind. Und dazu, was sehr gut zu Fleischgerichten passt und das ja auch im entferntesten Sinne eine Walnuss ist, machen wir dazu noch die schwarzen Nüsse. Da wir selber zwei Walnussbäume haben, haben wir die selber zubereitet. Für Sie zu Hause empfehle ich eigentlich, einen gut sortierten Delikatessenhandel sollte durchaus auch diese schwarzen Nüsse führen. Schwarzen Nüsse sind im Endeffekt auch nichts anderes als Walnüsse. Also wir haben die geerntet vorm Johannistag. Und sie müssen eben geerntet werden, bevor sie die holzige Schale um die Nuss bilden. Werden sie grün geerntet, dann sticht man die Nüsse an, wässert sie ca. 9 bis 14 Tage, wobei man natürlich täglich das Wasser wechseln muss. Durch das Wässern werden sozusagen die Gerb- und Bitterstoffe aus den Nüssen rausgespült und dann kocht man die Nüsse ein in einem doppelten Läuterzucker. Das heißt, man nimmt die doppelte Menge Zucker auf dieselbe Menge Wasser eines normalen Läuterzuckers. Schneiden wir uns die schon mal an. Und schneiden uns die auch ein kleines Stückchen für unsere Walnussdrillinge. Die andere schneiden wir einfach nur in Scheiben und würden die dann für die Deko noch mit nutzen. Für die Walnussdrillinge stellen wir uns eine Pfanne auf. Ein bisschen Öl. Das kurz heiß werden, geben die Kartoffeln rein und braten die an, dass sie dann schön Farbe kriegen. Wenn die angebraten, wenn die ein bisschen Farbe haben, geben die Walnüsse mit dazu, rösten die noch ein bisschen mit und würzen das mal mit ein klein bisschen Salz, ein kleines bisschen Zucker. Ein bisschen Muskat. Geben die schwarzen Nüsse noch mit dazu. Schwenken das noch ein bisschen durch und runden das Ganze mit einem Stückchen Butter noch ab. Zum Anrichten ziehen wir bloß noch ein paar gehackte Kräuter drunter und dann ist es fertig. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de